Hallo Leute, ja, herzlich willkommen hier wieder bei Dungeon Keeper 2, heute mit dem ersten Special-Video. Und ja, ich werde euch mal was zeigen. Ich baue hier mal eben einen Schlafsaal in Kreuzform und packe mal eine Hühnerfarm in jede Ecke. Und ich schnapp mir mal eben einen Goblin, der hier reingeht. So, und jetzt warten wir mal kurz. Das könnte jetzt ein paar Sekunden dauern. Ah. Er hat sich auf jeden Fall schon mal hier gemütlich ein Haus gemacht und ihr habt's gehört. A new species of creature has entered your dungeon. Und hier ist der Gute. Warum eine neue Kreatur? Das ist doch einfach nur ein Goblin, werdet ihr jetzt sagen. Aber bei näherem Hinschauen, ich werde mal noch ein bisschen näher rangehen, werdet ihr einen Unterschied zwischen den beiden erkennen. Am besten hole ich noch mal einen dritten dazu. Und gehe in den Symbiose-Modus mit dem einen hier. Und dann guckt euch mal den Genossen hier an, der sich gerade jetzt ein Haus, einen Schlafplatz hier hingebracht hat. Das ist ein normaler Goblin. Und das ist der Typ, der gerade als Spezialkreatur hier angekündigt wurde. Ihr seht das, der hat eine ganz andere Rüstung an, als der normale Goblin. Der hat nämlich gar keine. Und ja, das hier ist eine sogenannte Elite-Kreatur. Die kann man nur anlocken, indem man spezielle Raumkonstruktionen baut. Das hier ist die für den Goblin. Gehen wir mal einen Raum weiter nach unten. Hier habe ich schon mal was vorbereitet. Ist zwar keine Kochshow hier, aber ich wollte schon mal ein bisschen vorarbeiten. Hier sehen wir die Elite-Version von dem Glühwürmchen zum Beispiel. Ihr seht, das auch wieder eine ganz andere Färbung als das normale Glühwürmchen. Und um das anzulocken, muss man eine Hühnerfarm als Kreuz bauen und dann jeweils einen Schlafsaal in die Ecken platzieren. So, es gibt im Prinzip für jede Kreatur eine Eliteform. Genauso hier ist der Troll, ich kann die mal hochnehmen, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. So sieht der eine aus und so sieht die Eliteform wiederum aus. Und ja, dafür ist schon ein bisschen größerer Raum nötig. Das ist im Prinzip ein 5x5 Werkstatt, wo die Ecken wieder weggelassen wurden und ein Schlafsaal hinten platziert wurde dafür. So, ich gehe einfach mal hier rüber. Ihr seht es schon, Magier. Der eine im komplett roten Gewand, der andere in dem normalen Gewand, wie wir es kennen. Das hier ist die Elite-Version. Das hier ist die normale Version. Und ja, wieder das gleiche wie eben mit der Werkstatt im Prinzip, bloß anstelle der Werkstatt kommt eine Bibliothek. Und aus diesem Grund werden dann Magier angelockt. Ein Stückchen weiter unten seht ihr das gleiche mit dem Trainingsraum. Es ist im Prinzip genau diese gleiche Form wie hier, bloß mit dem Trainingsraum. Und ja, das wiederum lockt dann einen Salamander an, den hier, der auf dem Rücken eine Färbung hat. Ansonsten sind die ziemlich gleich vom Aussehen her. Ihr seht's. So. Gehen wir ein Stückchen hier nach rechts. Hier haben wir die Teufler. Das ist die Elite-Version hier und das ist die normale Version, wie wir sie ja schon kennengelernt haben in der Kampagne. Und die sind schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, die brauchen nämlich eine 5x5 Hühnerfarm und dann nochmal drumherum eine Werkstatt. Damit kann man dann den Teufel anlocken. Gehen wir noch ein Stückchen weiter nach oben. Hier die Elfen, die inzwischen schon ein bisschen böse sind, weil sie nichts zu essen kriegen. Ich habe die Kreaturen hier nämlich alle eingeschlossen, müsst ihr wissen. Die normale Version, die Elite-Version. Was müsst ihr dafür bauen? Einfach einen Wachraum, 3x3, und dann einen Trainingsraum drumherum ziehen. So, gehen wir ein Stückchen nach oben. Und hier sind die Schurken schon ordentlich damit beschäftigt, ein wenig Glücksspiel zu betreiben. Die normale Version, die Elite-Version des Schurken. Und der Aufbau hier ähnelt wieder dem von vorhin. Wir haben jetzt hier das Kreuz in... als Casino, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Und in den Ecken jeweils eine Schatzkammer. Okay, dann gehen wir einfach mal hier nach rechts rüber. Ihr seht schon hier, die eisernen Jungfrauen sind fleißig dabei, sich wieder zu foltern. 3x3 Gefängnis, umrundet von einer Folterkammer. Ich werde die beiden mal aufheben. Und bei der Elite-Version werdet ihr gleich sehen, den Unterschied, die ist viel leichter bekleidet als ihre normale Version. Und hier oben, die Feder hat eine andere Farbe, die sie auf dem Kopf trägt. Aber die lässt sich genauso gerne foltern wie ihr Gegenstück, also da unterscheiden die sich nicht großartig.
Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Kreatur. Das ist das Skelett. Ihr seht's hier. Ein Kreuz aus einem Gefängnis und in der Ecke jeweils eine Schatzkammer. Das Besondere an dem Skelett ist, das ist dieses Skelett hier, die Elite-Version. Im Gegensatz zu den anderen Skeletten benötigt das einen Schlafplatz und möchte auch bezahlt werden. Ihr seht's, wenn ich den Mauszeiger drüber halte, Bane. Die Elite-Kreaturen haben immer einen speziellen Namen. Wenn ich hier rüber halte, steht einfach nur Skeleton. Genau hier das gleiche. Sie heißt Dominique, glaube ich. Na komm, machen wir mal so rum. Na, genau, Dominique. Und jetzt kommen wir hier zu meinen absoluten Lieblingskreaturen, den Rittern. Und die brauchen auch einen sehr großen Raum wieder. Ein 5x5, eine 5x5 Arena, umrundet von einem Trainingsraum. Und dann bekommt ihr hier diese Elite-Version des Schwarzen Ritters. Ihr seht schon, die Rüstung sieht komplett anders gefärbt aus. Ja, eine weitere Kreatur, die ihr noch nicht kennt, sind die guten Damen hier. Die Maiden. Davon gibt es leider keine Elite-Version. In der Kampagne gibt es die auch nicht, denn die wurden erst später mit einem Patch hinzugefügt. Und die könnt ihr im Gefecht bekommen, im Skirmish gegen Computergegner und hier in diesem Traum-Dungeon-Level, was ich gerade spiele. Und ja, die wollen jetzt das Dungeon verlassen, weil die sind natürlich alle sauer auf mich. Deswegen gebe ich jetzt auch Gas, zeige euch hier nochmal schnell die beiden Vampire. Hier ist die Elite-Version und hier ist die normale Version. Ja, der Vampir hat jetzt schon wieder einen anspruchsvolleren Raum. Hier oben links in der Ecke eine 3x3 Bibliothek, unten rechts in der Ecke ebenso eine 3x3 Bibliothek, dann nochmal hier hoch praktisch umranden mit Bibliotheken und unten genauso und dann hier in der Mitte einen Friedhof hinsetzen. Ja, und damit könnt ihr dann den Elite-Vampir anlocken, der auch ganz normal durch das Portal kommt, genau wie das Elite-Skelett im Übrigen auch, also die erscheinen dann einfach durchs Portal. So, ja, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, werdet ihr feststellen, dass nur noch eine Kreatur fehlt. Und, die waren schon ein bisschen aggro scheinbar und haben meine Tür zerstört. Die schwarzen Engel, hier habt ihr sie. Und dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das ist der normale, das ist der Elite-Engel. Und den habt ihr in der Kampagne im Prinzip schon kennengelernt. Da war es nicht die Elite-Version, aber da hieß er auch schon Zacharia. Und das ist die stärkste Kreatur im Spiel, die man bekommen kann natürlich. Horny ist natürlich immer noch stärker und ich glaube auch, die Stone Knights sind stärker. Und ja, das ist auf jeden Fall der schwerste Raum hier. Pass auf, ihr müsst die Karte nach Norden ausrichten, das ist ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und dann müsst ihr Folgendes bauen. Ein 5x5 Tempel, den seht ihr ja hier. Und dann im Norden, genau angrenzend, ein Schlafsaal, 5 Plätze lang. Im Süden eine Folterkammer, 5 Plätze lang. So, dann haben wir es hier im Osten einmal, ein Trainingsraum, 7 Plätze lang. Ihr seht das, der schließt hier oben genau mit dem Trainingsraum ab und hier unten genau mit der Folterkammer. Das heißt, 7 Felder, Trainingsraum und auf der linken Seite im Westen 7 Felder von der Goldkammer, von der Schatzkammer. Und dann wird sich euch der Zacharia anschließen, der Elite Schwarze Engel. Und ihr könnt auf jeden Fall, ja, wenn ihr den auf eurer Seite habt, ordentlich Schaden anrichten. Also, wenn ihr das nächste Mal online spielen wollt oder vielleicht auch im Skirmish gegen den Computer antretet, könnt ihr euch diese Elite-Kreaturen hier holen. Die bringt's auf alle Fälle, die sind viel stärker als ihre normalen Versionen. Wir könnten ja mal, ich weiß nicht, sind die beiden Engel hier? Ah, okay, die Elite-Version ist jetzt eine Stufe höher. Das wäre auf jeden Fall unfair, wenn ich die gegeneinander antreten lasse. Aber die eisernen Jungfrauen haben ja wahrscheinlich noch nicht trainiert, genau. Dann passen wir mal auf und wir stecken einfach mal die beiden Jungfrauen hier rein. Ah, jetzt habe ich sie gar nicht hier rein abgeworfen. So, und dann schauen wir mal, die beiden kämpfen hier jetzt und die untere müsste auf jeden Fall richtig leicht gewinnen.
weil das die Elite-Version ist. Ihr seht das, die andere hat gar keine Chance. So, die hat immer noch 4 Lebensenergiefelder hier und hat die wirklich richtig abgezogen. Also, wenn ihr die Chance habt, diese Elite-Kreaturen anzulocken, macht das. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere kannte ein paar Kombinationen vielleicht noch nicht hier und ich konnte ihm ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Special-Video. Es wird auf jeden Fall noch eins geben. Macht's gut.